alle Freunde des Lichts. Das hier ist jetzt eine VA für den Kanal Indoor Ranger. Den Michael, er hat darum gebeten, zu seinem 1500 Abonnenten. Giveaway, übrigens herzlichen Glückwunsch Michael, 1500, inzwischen schon wesentlich mehr. Super, die Leute interessieren sich für dich, ganz klares Zeichen. Finde ich eine tolle Leistung. Und dafür hat der Michael darum gebeten, dass man sein Victorinox-Messer vorstellt. Und das will ich jetzt mal tun. Erstmal, bevor ich mir ein Messer kaufe, gibt es ja die Frage zu klären, wofür brauche ich denn das Messer? Brauche ich das, weil mir jemand in einem anderen Video gezeigt hat, wie toll sein Messer ist? Nee, dafür brauche ich es aber ganz sicherlich nicht. Zuerst mal die Überlegung, wie will ich es einsetzen, wie oft, wofür, weshalb. Natürlich soll mir es auch gefallen. Hier mein Victorinox ist so entschieden worden. Das ist dieses hübsche Teilchen, weil es in meinem EDC Platz haben soll. Mein EDC, das ist dann sind ja Ausrüstungsteile, die ich jeden Tag mit mir rumtrage. Wenn ich hier einen großen Klopper in die Tasche stecke, ist es nicht so sehr gut, gefällt mir nicht, mag ich nicht. Also habe ich ein schönes, kleines, flaches Victorinox mir zugelegt. Das hat das Allerwichtigste, nämlich eine Klinge. Und in erster Linie, die brauche ich, das andere Zeug brauche ich gar nicht. Ich setze die ein, muss allerdings dazu sagen, wenn ich mir ein Messer zulege, dann zerstöre ich erstmal die Schneide. Weil mir gefällt es nicht, wie es von Haus aus geschliffen ist. Ich mache den Schärfewinkel etwas stumpfer, so dass das Messer wesentlich länger hält, dass es wesentlich länger die Schärfe beibehält. Ich möchte nicht jeden Tag, wenn ich draußen bin, Messer nachschärfen oder sonst irgendwas. Das hält mir eine ganze Woche und bestimmt auch länger. Eine Woche, so lange habe ich es bis jetzt probiert. Outdoor hält mit Sicherheit auch länger. Aber nach einer Woche sowas schärfe ich wieder nach. Es sind noch ein paar andere Dinge dabei, die ich wie gesagt nicht brauche. Da ist eine Nagelfeile mit dran. Da ist, muss ich erstmal nachschauen, weil ich brauche es da nicht. Da ist ein Schraubenzieher mit Kapselheber. Wer braucht denn schon einen Kapselheber am Messer? Man kriegt mit allem eine Kapsel auf. Dann ist der Abisolierer hier hinten mit dabei. Und dann haben wir noch den obligatorischen Büchsenöffner. Der macht keinen schlechten Eindruck, aber für eine Büchse zu öffnen habe ich den nicht und ich brauche ihn auch nicht. Und noch ein kleiner Schraubenzieher vorne dran. Mehr ist da nicht dran, mehr braucht es auch nicht sein. Das soll wie gesagt nur das EDC-Messer sein. Und das hier brauche ich. Nur das. Aber um das abzurunden, na, brauchen wir denn was? Ja. In einem Messer-Review wird ja immer so großer Wert drauf gelegt, zu zeigen, dass das Messer gut ist, wenn man sagt, ha, ja, es schneidet. Oh, guck mal, wie es schneidet. Das Messer ist gut, weil es schneidet. Also auch mein Messer ist gut, weil es schneidet. So, das war mein kleiner Beitrag. Na, gehst du weg? Zu meinem Victorinox-Messer. Ah, Michael, jetzt kommt's. Jetzt mache ich dich fertig. Ich habe nämlich in meinem Tagesbob noch ein Victorinox. Jetzt bist du platt. Und zwar das Victorinox Rangerwood 55. Das hat jetzt deutlich mehr Folder, heißt das ja in den Messer-Reviews. Hier haben wir aber auch schon einen ganz großen Vorteil, eine feststellbare Klinge. Bei dem Messer war es mir sehr wichtig, wenn ich tageweise unterwegs bin und habe nicht vor, im Wald jetzt großartig was zu machen, was zu bauen oder so, kein Lager oder sonst irgendwas, und ich mache nur einfach eine Tour, dann möchte ich jetzt nicht so ein Messer, so ein Klopper am Gürtel haben, falls ich mal ein Messer brauche unterwegs, sondern dann möchte ich gern ein Messer, ein gutes, brauchbares, starkes Messer mit dabei haben in meiner Tasche, was ich sofort einsetzen kann, und einem normalen Messer, sage ich mal, recht nahe kommt von der Leistung.
und das tut das Rancher Wood 55, das ist eine sehr gute, sehr seriöse Klinge. Allerdings mache ich hier die Schneide auch erstmal kaputt, wenn ich es kriege, und mache meinen eigenen Schliff drauf. Und ein schöner Vorteil von dem Teil, das ist ja fast schon das generell im Wald einzusetzen, ein ganz großer Vorteil ist natürlich hier die Baumsäge, die Astsäge. Auch Baumsäge kann man es nicht nennen, ja. Weil so ein Teil wird schwierig da durchzusägen, also eine Astsäge. Ein paar andere Dinge auch noch mit dabei. Gut, der Komplettheit halber will ich sie kurz zeigen. Da ist natürlich wieder der völlig überflüssige Kapselheber. Wie gesagt, man braucht keinen Kapselheber am Messer, um eine Kapsel aufzukriegen, mit dem Abisolierer und dem großen Schraubenzieher. Dann haben wir noch den Dosenöffner, der sieht genauso brauchbar aus wie am anderen Victorinox Messer, und den kleinen Schraubenzieher dazu. Ist da noch was dran? Ich brauche das an sich nicht. Ach ja, klar, logisch. Dieser unnötige Korkenzieher. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Ja, das ist alles. Und dass man sieht, dass es auch ein ultimatives Messer ist. Guckt her. Boah! Es schnitzt. Es schneidet doch glatt. Gibt's ja nicht. Boah, ist das ein Messer. Ein Messer, was schneidet. Ist ja ein Hammer. Geil. So, das sind meine zwei Victorinox Messer. Ich bin ganz sicher, Michael, du liegst am Boden, du bist platt. Weil zwei Victorinox, das mach erstmal nach. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, das Video bis zum Ende anzusehen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir hier unten unter dem Bild ein Like, also einen Daumen hoch, anklicken würdest. Falls du noch mehr Informationen haben möchtest und auch gleich informiert werden möchtest, wenn auf YouTube ein neues Video von mir erscheint, dann klick hier unten den Button Abonnieren. Egal, was dir jetzt gefällt oder nicht gefällt am Video, was dir gefallen hat, vielleicht hast du Informationen, vielleicht glaubst du, dass etwas fehlt an den Informationen oder dass irgendwas anders sein müsste, würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar hier unten. Egal, ob dieser Kommentar positiv oder negativ ist, ich freue mich auf jeden Fall. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns. Und tschüss.